Mir ist vor einiger Zeit etwas Eigentümliches passiert. Ich war im Ausland unterwegs mit einer christlichen Reisegruppe und man kommt so ins Gespräch mit den verschiedenen Leuten und an einem einzigen Tag passierte Folgendes. Ich sprach morgens mit einem Lehrer und er berichtete, dass er seinen Job verloren hat. Er war so richtig rausgeekelt worden und im Grunde genommen war dahinter etwas, was ich mal als Isabel-Geist bezeichnen würde. Vielleicht kennst du die Bezeichnung. Ein Isabel-Geist. Mittags sprach ich mit einer Frau, einer Ingenieurin, und die hatte ihren Job verloren. Sie war rausgeekelt worden. Und es war eine klassische Situation eines solchen Isabel-Geistes. Und abends sprach ich mit einer Bankangestellten, die ihren Job verloren hatte. Und sie sagte, es war, wie wenn Isabel mich rausgeekelt hat. Isabel. Eigentümlich, nicht wahr? Was meine ich, wenn ich von so einem Isabel-Geist spreche? Du kennst Isabel natürlich aus der Bibel. Die Frau von König Ahab. Das war die Situation mit Elia damals. Ja, diese Isabel kam aus einer heidnischen Nation und hat sich ganz gezielt, ganz massiv gegen die Werke des Herrn positioniert. Sie hat die Diener Gottes verfolgt. Sie hat einen Baalstempel errichten lassen oder ihren Mann dazu gebracht, den zu errichten. Sie hat eigene Baalspriester in großer Zahl ins Land geholt. Sie hat Aschera-Propheten ins Land geholt und Elia gedroht und so weiter. Sie war eine Person, die ganz gezielt gegen die Werke und gegen die Pläne des Herrn agiert hat. Und für uns heute ist das etwas, was ein Bild ist für eine dämonische Macht, eine dämonische Struktur. Und Isabel gibt es auch heute. Das heißt, das sind Kräfte, die häufig in Personen sind, die manipulieren, die kontrollieren, die mobben und die aggressiv gegen das, was von Gott ist, vorgehen. Nun, das findest du beispielsweise in der Politik. Da gibt es im Hintergrund irgendeine graue Eminenz, die jemand anderen, manchmal ein Ehepartner, manchmal Geschäftspartner, irgendjemand, steuert, manipuliert. Dieser Partner ist häufig in Amt, in der Position. Der hat die Autorität. Und die Person im Hintergrund hat gar nichts. Sie ist nur diejenige, die die steuert. Manchmal hat man den Eindruck, es ist wie eine Marionette, wie eine Handpuppe. Das ist Isabel, klassischer Isabel-Geist. Das Traurige bei der Sache ist, dass es so etwas gar nicht mal so selten auch in christlichen Werken und Diensten und Gemeinden gibt. Da gibt es jemand, der in Position ist und irgendjemand dahinter, der manipuliert, der steuert. Vielleicht kennst du so etwas von deinem Arbeitsplatz, Schule, Studium, irgendwo. Jemand, der manipuliert und steuert im Hintergrund. Das ist dann immer so eine Isabel-Situation. Ganz klassisch, wenn jemand rausgemobbt werden soll aus seinem Berufsfeld, wo er einen guten geistlichen Impuls setzen kann. Falls du so etwas in deinem Leben erlebst, musst du vor allen Dingen um Weisheit beten. Weisheit, wie du damit vorwärts gehen sollst. Weisheit, wie du dagegen agieren sollst. Vor allen Dingen, wenn die Person bzw. der Partner dieser Person Autorität über dich hat, als Vorgesetzter beispielsweise. Weisheit. Geh nicht in eine offene Konfrontation, weil meistens begegnet dir dann sehr große Aggressivität. Aber im Gebet kannst du sehr wohl dagegen anstehen. Denn die Bibel sagt, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Nichts soll euch schaden. Wenn dir diese mysteriöse Kraft entgegensteht, wenn du sagst, was ist eigentlich los? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, aber ich werde hier behandelt, als ob man mich hier rausekeln will, als ob man mich hier vernichten will, als ob ich hier weggedrängt werde, dann ist das in der Regel so etwas. Und bete gezielt dagegen. Grab deine Hacken ein im Gebet und sag, bis hierhin und nicht weiter. Das ist etwas, wo Gott mich hingesetzt hat. Und ich werde diese dubiose, dämonische Kraft im Hintergrund, die versucht, hier Schaden anzurichten, in dem Sinne bekämpfen, dass ich bete, meine Position halte und erkläre, dass ich offenbaren muss, was da wirklich dahinter ist. Bete für Licht. Bete für Klarheit. Bete für Offenbarung, was wirklich gespielt wird. Und sei da nicht lässig. Lass es dir nicht einfach gefallen. Nimm es nicht so als Schicksalsschlag hin, den man einfach so wegnimmt, wegsteckt. Sondern sag, nein, wenn der Herr mich hier hingesetzt hat, dann werde ich genau hier bleiben. Und ich werde im Gebet dafür kämpfen. Und ich werde diese Kräfte von Isabel oder wem auch immer, ich werde sie
zurückdrängt mit der Hilfe des Herrn. Ich glaube, Gott hat auch in dem Bereich wirklich mehr für dich.